Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Little Nightmares. Beim letzten Mal sind wir dem Gefängnis entkommen. Hatten eine Begegnung der, sagen wir mal, dritten Art. Und nun machen wir weiter. Das müsste, wie gesagt, das Versteck heißen oder zumindest irgendwas so um den Dreh. Und auch hier haben wir wieder haufenweise Collectibles, die ich einzusammeln habe. Komm nicht hin, wenn ich nicht den Stuhl mitnehme. Komm mit Stuhl, ich brauch dich mal. Perfekt. Na, ich wollte schon sagen, Tür nicht zumachen. Bitte, danke. Das wäre es nämlich noch gewesen. Brauche ich den Stuhl? Ich glaube weniger. Wahrscheinlich eher nur so. Ah. Sicherheitskameras. Mehr Gnome, ha? Was auch immer der ist. Auch immer das ist. Das nicht die Lady aus unseren Träumen? Was auch immer die da macht. Nähen. Faszinierend. Aber gut. Ja, ist schon faszinierend, was man hier alles finden kann, ne? Wir wollen aber jetzt weiter. Wir haben noch viel zu entdecken und viel zu machen. Sag ich jetzt mal so. Eigentlich. Jetzt ist halt diese Frage, hier sollte jetzt eigentlich ein Gnom sein. Ich sehe hier keinen Gnom. Muss ich also die Kamera nochmal bemühen? Dann wüsste ich allerdings nicht warum, weil ich genau das gemacht habe, was mein Collectibles Guide mir sagt, um das Ding zu kriegen. Na, gucken wir mal. Ach, das sind ja neue Sachen. Guck mal an. Ein Spiegel. Ah. Ich habe ihn hier nicht erschreckt. Okay. Das steht aber da auch tatsächlich nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass das der Gnom ist, den ich jetzt umarmen soll. Das ist so eine kleine Gemeinheit. Ihr seht den Gnom ja schon. Ja, das wird er sein. Lass mich dich umarmen. Viel besser. Und weiter. Ihr könnt euch aber vorstellen, das Spiel wird an dieser Stelle, naja, immer düsterer. Das ist halt einfach so. Olle, ein Bett. Ist das nicht cool? Also, ich fand's cool. Das machen wir aber natürlich auch nicht zum Spaß.
Nein, wir wollen hier hoch, denn hier in der Ecke steht eine dieser Statuen. Katsching! Und jetzt brauchen wir diesen Schlüssel. Schlüssel kommen hier und da immer mal wieder vor. Deswegen, die werdet ihr öfters mal mitnehmen müssen. Zählt das hier als Geheimgang? Ich meine, prinzipiell ja, ne? Nee. Und nicht gut genug. Ne? Ja, wunderbar. Ta-ta-ta-ta! Oder so. Ja, diese Affen brauchen wir öfter, als mir lieb ist. Vor allen Dingen, die bleiben die ganze Zeit aktiv. Ich kann diese Affen nicht leiden. Wie war das nochmal? Achso, ne, der große Knopf ist da. Puh. Deswegen funktioniert es auch nicht. Das da links, das sind mehr sowas wie Schrauben. Wir wollen aber tatsächlich runter. Hurra. Oder so? Also es geht ganz schön tief runter hier. Das ist schön. Ich meine, man kann eine Menge sehen hier unten. Eine Maus. Ja, wir sind wieder krank und hungrig. Hier ist zumindest wieder eine Lampe. Das macht doch alles besser, oder? Oder? Wahrscheinlich schon. Aber wir haben gerade erst was gegessen. Ich meine, entweder war das nicht sonderlich nahrhaft, was natürlich total möglich sein könnte. Oder aber es war tatsächlich nicht gut. Da oben hängt eine tote Ratte von einem Rohr. Das finde ich jetzt auch nicht unbedingt super, aber gut. Immerhin haben wir Essen gefunden. Und das war's. Viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Level. Nein, nein. Es ist immer noch das Höchst. Wie wär's mit weg hier? Nur so eine Möglichkeit. Haha. Scheiß auf die anderen Kinder, Hauptsache wir sind hier raus. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt nett. Naja, so viel dazu. Ja, auch Lampen zählen für Achievements oder Trophäen. Komm mal mit, Kind. Ich denke mal, du hast eben mit deinem Leben abgeschlossen, dann kannst du auch hilfreich sein, sag ich mal. Meh. Ich muss. Ja, perfekt. Und jetzt ein bisschen schwingen, schwingen.
Schwingen. Hoppa. Hab das gesehen. Perfektion. Seht ihr das da? Diese Kerze? Zählt auch als Lampe. Ist manchmal schon echt gemein, was hier als, naja, Zeug zählt tatsächlich. Sag euch das. Ich bin nicht gerne in einem Raum mit dem Viech. Na, tschüss. Idiot. Okay, nein, ernsthaft, ich bin... Das... Es gibt ein paar Dinge hier in diesem Spiel. Und er ist das eine, was... Wenn mir was Angst macht, dann ist es er. Das hat aber auch so seine Gründe. Jetzt nicht, weil ich irgendwann mal von einem Mann mit sehr langen Armen umarmt wurde oder sowas. Nein. Das nicht, aber... Oh ja, jetzt hätte ich fast was vergessen. Das wäre schlecht gewesen. Hier ist eine, meiner Meinung nach, schlecht sehbare Leiter. Sind ja trotz allem tatsächlich Leitern. Wir haben mal wieder einen dieser Geheimräume mit einem Gnom drin. Ich glaube, das ist der, den wir tatsächlich gesehen haben vorhin, per Sicherheitskamera. Was prinzipiell heißen würde... Die sind hier überhaupt nicht sicher. Aber naja, gut. Ist ja deren Sache, ne? Noch jemand hier Flashbacks für Amnesia? Das hier ist ganz klar Amnesia. Wann sind das viele Schuhe? Ich meine, ist ja so. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Danke. Ich möchte anmerken, ich mag ihn nicht. Von daher, rennt um euer Leben. Hey, war das nicht gerade der Raum, wo wir... Ja doch, das war der Raum, wo wir Essen geholt haben, ne? Das ist ja total super. Man darf übrigens nicht vergessen, der Typ ist blind. Also sehen tut er euch nicht. Licht, kein Problem. Sieht er halt nicht. Allerdings ist die Vorstellung, dass der Typ euch die ganze Zeit sucht. Blech. Um es besser zu machen, er heißt der Hausmeister. Also ja... Wenn das mein Hausmeister in der Schule wäre, große Freude. Schon besser. Ne, mein Kleiner. Aber er muss ja unbedingt auch wieder losgehen, ne? Es ist... Mein ja nur.
Ja, du machst das schon da oben. Ich habe hier unten Statue 2 von 2, glaube ich. Also, Buja! Das war ganz schön viele Puppen, mein Freund. Spielt man in deinem Alter noch mit Puppen? Ist das heutzutage so? Naja, jetzt muss ich hier leider aus dem Tunnel raus. Stehe ich auf Teppich? Ich stehe auf Teppich. Das Gute ist, wenn ihr auf Teppich steht, oder Matten, oder wie auch immer, dann ist das super. Okay. Zack. Geh mal lieber gucken, Kumpel. Spätestens jetzt weiß er, dass wir da sind. Aber das macht nichts. Sobald wir hier drin sind, sind wir erstmal sicher. Problem ist allerdings, man hört ihn auch ständig den Raum verlassen und weiß in dem Moment, ja, so viel zu sicher dann wieder. Aber, ich bräuchte dann mal einen Schuh. Vielen Dank. Denn irgendwie müssen wir ja die Tür öffnen. Und ich möchte hier nicht sein. Ich möchte hier nicht sein. Nein, nein. Gehst du jetzt da rein? Vielen Dank. Halt hier richtig? Nee. Aber ich glaube, hier verfolgt er mich auch gerade nicht. Das ist auch gut so, weil... Jetzt muss ich hier mal gucken, dass ich hier nicht wieder runterfalle und sterbe. Knömchen. Knömchen, komm her. Damit habe ich auch wieder jeden Gnom hier umarmt. Das ist gut. Ich glaube, dann war es tatsächlich hier hoch. Sieht gut aus, ne? Hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, ein Achievement freizuspielen. Was ich, glaube ich, nicht habe. Das Lied von Six. Copyright by Six. Bleib weg. So ist das brav. Ich frag mich ja tatsächlich, wer die ganzen Matten ausgelegt hat. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre das schlimm, aber... Gut, hier brauchen wir wieder einen, Hebel? Das ist ja nicht das Problem. Nee, aber ich frage mich das tatsächlich, nachdem der Herr hier ja relativ gut auf Geräusche reagiert, frage ich mich halt, warum hier überall Matten liegen. Weil prinzipiell. Ups. Naja. Naja. Das war irgendwie nicht geplant, aber naja, passiert. Ist die Kerze noch an, dann muss ich es wieder anmachen.
Ne, die ist noch an. Guck mal an. Guck mal an, sie ist noch an. Und was ich da nicht alles kann. Ich meine, im besten Fall werft ihr gar nichts nach unten. Aber prinzipiell gesehen, selbst wenn ihr was runterwerft, ja, was soll euch schon großartig passieren. Ich meine, er scheint was zu riechen. Oder hört, wie ich vielleicht irgendwo draufknalle, abgesehen davon. Pff. Hier reagiert er sowieso nicht, lustigerweise. Muss man sich mal vorstellen. Aber wir drücken jetzt lustig einen Knopf. Hoffe ich doch mal. Ja, drück. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen verkackt. Irgendwie schon, ne? Ne. Na, nicht gut. Ich hätte ihn länger in den Raum lassen sollen, dann wäre das besser geworden. Aber okay. Okay. Und ja, ich will unbedingt diese eine Kerze anzünden. Das ist so ein Ding, das ist fast schon wieder ein Muss. Zwanghafte Sammlereien hier eben. Ich komme von einem Crash Bandicoot Relict Run und möchte hier Kerzen anmachen. Ach Gott, dieses Lied! Dieses Lied treibt mich nochmal in den Wahnsinn. Dim, 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 dim. Vielleicht ist es ja die Lieblingsserie von ihm. Ich weiß es nicht. Ist ja gut möglich. Ich meine, jeder hat so seine Favoriten im Fernsehen. Meine ist nichts, weil ich kein Fernsehen habe. Aber prinzipiell gesehen... Könnte es auch Bing Bong mit der Pfanne in der Hand sein. Warum auch nicht? Und drehen. Ich wollte schon sagen, ich würde mal sagen, das müsste er hören. Aber da müsste er schon sehr, sehr weit oder sehr, sehr schnell sein. Achso, ich habe fast die Kerze da wieder vergessen. Glaubt mir, das geht schnell, dass ihr irgendwo irgendwas vergesst. Deswegen habe ich diesen Guide dafür. Es ist nicht, weil ich Hilfe brauche für die Rätsel oder so. Nein, es ist tatsächlich so ein Collectible-Ding. Weil man so schnell... man nicht mitkriegt, oh, guck mal da, da ist eine Kerze, ja, aber hab vergessen, sie einzusammeln, naja. Müsste das nicht trotzdem mega heiß werden, weil der Rauch sich dann, beziehungsweise der Dampf sich dann da unten sammelt und aus den Seiten tritt, oder hilft das schon? Ich weiß ja nicht. Könnte das Haus mal gerade stehen? Na, ja, perfekt. Naja gut, perfekt ist jetzt anders. So hübsch ist das hier nicht. Das sieht so aus, als macht der Hausmeister nicht unbedingt einen guten Job. Aber ich sagte ja, der Hausmeister ist blind.
Also wer den Hausmeister engagiert hat, macht auch keinen guten Job, so gesehen. Das nennt sich Jumpscare und bei mir funktioniert er nicht, weil ich den schon kenne. Deswegen. Wie war das hier nochmal? Ach ja, der Scheiß. Wird nochmal witzig. Wir haben hier leider nichts, was uns irgendwie beschützt vor ihm, deswegen müssen wir hier durchrennen. Jetzt haben wir sowas ähnliches wie einen Bosskampf. Faszinierenderweise. Na? Ich mach scheinbar wieder falsch, das ärgert mich. Aber das habe ich schon damals falsch gemacht, was mich wirklich immer ärgerte. Der Punkt ist tatsächlich, was wir hier machen wollen, ist hier diese Ecken abziehen. Ungefähr so, aber halt ohne, dass man gefangen genommen wird. Warum sollte es also funktionieren, wenn ich das möchte? Antwort: gar nicht, deswegen passiert es ja auch nicht richtig. Ich sage, es ist halt nicht so einfach, finde ich jetzt. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste. Ich meine, ich erkenne da auch tatsächlich nicht, was ich wirklich gerade ziehen sollte. Aber ja, das war's. Die Arme wabbeln noch so ein bisschen, aber wirklich was drin steckt in denen nicht mehr. Und damit sind wir frei! Frei! Nein, naja. Aber wir haben das Kapitel beendet. Und dementsprechend verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Outro von Little Nightmares. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like da oder kommentiert das Ganze. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, es gibt immer neue Videos auf diesem Channel. Also sucht euch eins aus, sucht euch eine Playlist aus der Beschreibung oder klickt auf das Video hier irgendwo auf dem Bildschirm. Bis zum nächsten Mal.